Als Fachpolitiker aus dem Deutschen Bundestag kommt der nächste Redner zu uns. Es ist Dr. Dirk Spaniel. Herr Spaniel ist in Berlin Mitglied des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur und im Beirat für nachhaltige Entwicklung. Er kommt aus dem Wahlkreis Stuttgart 1 und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Lieber Herr Spaniel, bitteschön. Ja, guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich habe gerade über Zahlen gehört, dass Baden-Württemberg 14,5 Milliarden im Rahmen dieser Corona-Krise aufgenommen hat als direkte Schulden für den Haushalt des Landes. Und da habe ich mal so kurz nachgerechnet, was es bedeuten würde, wenn alle so sparsam gewesen wären wie Baden-Württemberg im ganzen Bundesgebiet, dann hätte die Bundesregierung insgesamt auf Bundesebene ungefähr 100 Milliarden aufnehmen müssen. Und die wenigsten wissen es, die Bundesregierung hat dieses Jahr über 240 Milliarden, weil wir gleich über Zahlen reden werden, über 240 Milliarden als direkte Schulden aufgenommen. Die Verpflichtung, die die Bundesrepublik im Rahmen der Corona-Krise eingegangen ist, wenn die ganzen Garantien fällig werden auf europäischer Ebene, die belaufen sich auf ungefähr 1,8 Billionen. Nicht in den letzten 70 Jahren, das waren auch so 2 Billionen, und zwar auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene. Ich rede jetzt nur von den Schulden, die seit März und Verpflichtungen seit März angefallen sind. Das heißt, wenn wir heute Abend hier über Zahlen reden, muss uns eins klar sein. An eins mangelt es diesem Land ganz bestimmt nicht. An Geld. Und uns muss eins klar sein, ein Großteil dieses Geldes, das ich gerade aufgeführt habe, von dem werden Sie in kurzer Zeit nichts mehr sehen. Das ist weg. Das ist in europäischen Quellen, das ist für Sozialprojekte weg und das ist für irgendwelche Sachen weg. Und über das, was wir heute Abend hier reden, deshalb habe ich mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Ich rede gerne über Infrastrukturprojekte. Infrastrukturprojekte sind die einzigen Sachen, fast die einzigen Sachen, wo Sie im großen Stile Investitionen in ein Land tätigen können. Und deshalb bleibt es für Generationen und es schafft einen Wert. Und das, meine Damen und Herren, das muss das Ziel von unserer Politik langfristig werden. Baden-Württemberg ist innerhalb Deutschlands das Autoland. Das Auto ist hier erfunden worden. Wir streiten uns noch ein bisschen darüber, ob das jetzt in Mannheim oder in Stuttgart war. Aber kommt drauf an, wo man ist, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt. Ist aber so, das Auto ist definitiv in Baden-Württemberg erfunden worden. Und das Auto ist auch ein Symbol für Freiheit und für Wohlstand. Und es hat uns hier die letzten Jahre genau das gebracht. Wir können innerhalb unseres Bundeslandes uns frei bewegen. Wir können es auch sonst frei bewegen, ja, weiten Teilen, da wo man Straßen hat. Es hat uns aber vor allen Dingen hier in Baden-Württemberg einen sehr, sehr großen Wohlstand gebracht. Und es ist eigentlich total unverständlich, dass mit den Vorteilen, die man mit dem Verkehrsträger Auto hat, dass es da Leute gibt, die etwas scheinbar dagegen haben. Und wir haben auch in der Corona-Krise ja gesehen, wie wichtig das Auto ist. Wo war er denn, der öffentliche Personennahverkehr in der Hochzeit der Corona-Krise? Wer ist denn da mit der Bahn gefahren oder mit dem Bus? Die allermeisten haben sich entweder gar nicht mehr bewegt oder waren froh, dass sie ein Auto hatten, mit dem sie sich bewegen konnten. Also diese unbestreitbaren Vorteile, die man uns versucht zu erzählen, dass das Auto ein Verkehrsmittel der Vergangenheit sei, sind eigentlich, wenn man nur einfach mal 3-4 Monate zurückdenkt, schon direkt widerlegt worden. Ja, ich bekenne mich auch dazu. Ich bin ein absoluter Autofan. Als verkehrspolitischer Sprecher kriegt man aber auch die anderen Verkehrsträger mit. Und da gibt es natürlich für die anderen Verkehrsträger auch unbestreitbare Vorteile. Aber lassen Sie mich jetzt beim Auto bleiben, weil hier ist etwas passiert in unserem Land, das eigentlich total unverständlich ist. Wir wissen, dass wir hier in diesem Bundesland alle mehr oder weniger vom Automobil und der Produktion der Automobile abhängen. Und trotzdem haben wir es geschafft,
durch Fahrverbote und Gesetzesregelungen quasi eine Diskriminierung von Diesel- oder Autofahrern in Städten zu erzeugen. Fahren Sie mal mit dem alten Diesel in die Stadt, da werden Sie sofort angesprochen. Es ist auch verboten in vielen Städten. Und wir haben einen sehr, sehr moderaten Protest erlebt. Die Leute in diesem Land haben es hingenommen, dass eine Stadt auf einmal ein Fahrverbot ausgesprochen hat und für viele Leute war das Verkehrsmittel, das sie immer genutzt haben, auf einmal nicht mehr nutzbar. Das war auf der einen Seite das, was man gesehen hat. Aber es gab noch was ganz anderes. Es war auch so, dass ein Gesetz auf einmal anders interpretiert wurde. Ja, man kann sagen, einige Autohersteller haben die Gesetzeslage überinterpretiert, in einigen Fällen vielleicht sogar betrogen. Aber im Wesentlichen will ich Ihnen mal sagen, was in im Gesetzestext drin stand für die Abgasreinigungssysteme und wo man dann einen Dieselskandal draus gemacht hat, weil in der Realität die Autos andere Werte hatten als auf dem Prüfstand. Und da ging es darum, dass die Abgasreinigung abgeschaltet worden sei von den Autoherstellern. Jetzt will ich Ihnen mal sagen, was in dem Gesetzestext drin stand. Da stand drin, es ist verboten, die Abgasreinigungssysteme abzuschalten. Und zwei Sätze weiter stand drin, es sei denn, es dient dem Schutz des Motors. Und das, meine Damen und Herren, ist ungefähr so, als wenn Sie ein Gesetz machen würden, wo Sie reinschreiben, es ist verboten, eine Bank zu überfallen, es sei denn, Sie brauchen das Geld. Warum sage ich das? Ja, ich will Ihnen damit bildlich klar machen, dass jedem klar ist, der dieses Gesetz schreibt und der es professionell anwendet, dass es eigentlich eine Hintertürregelung ist. Und diese Hintertürregelung hätte man nicht machen müssen. Kalifornien hat 2004 ein Gesetz eingeführt und auch eine Abgasgesetzgebung eingeführt, die ungefähr der entspricht, die wir in Europa in 2018 hatten. Das heißt, in Deutschland und in Europa haben Regierungen um die Jahrtausendwende verhindert, dass man die schärfste Abgasgesetzgebung macht, ohne Hintertürchen. Und jetzt denken wir mal kurz darüber nach, welche Regierungen das waren in Deutschland. Da war eine rot-grüne Regierung dran. Und genau diese rot-grüne Regierung stellt sich heute hin mit überhöhtem Pathos und verurteilt ein Gesetz und eine Autoindustrie und vor allen Dingen das Gesetz, an dem sie selber maßgeblich beteiligt war. Und da sehen Sie diese ganze Verlogenheit dieser Debatte dran. Ja, es hat noch was anderes bewirkt. Durch dieses in die Ecke drücken, sowohl von Autofahrern als auch der Autohersteller, die ja maßgeblich darunter wirtschaftliche Schäden hatten, hat man ein Klima geschaffen. Ein Klima der Defensive, der Rechtfertigung. Die Autoindustrie war auf einmal in der Situation, dass sie sich für einen vermeintlichen oder tatsächlichen Betrug rechtfertigen musste. Und plötzlich ist noch etwas ganz anderes passiert. Ab nächstem Jahr gilt es endgültig. Dieses Jahr ist eine Übergangsphase. Ab nächstem Jahr gilt eine neue Verbrauchsobergrenze für die Europäische Union. Für Verbrauch von Fahrzeugen mit Diesel- und Benzinmotoren. Und diese Verbrauchsobergrenze ist sehr knapp kalkuliert. Die liegt bei ungefähr 3,6 Liter auf 100 Kilometer für Dieselfahrzeuge. Und für Benziner sind es 3,9. Das heißt, wenn Sie ein Auto produzieren, im Mittel, ein Autohersteller ein Auto produziert, das mehr verbraucht, dann muss der Autohersteller dafür eine Strafe an die EU zahlen. Damit Sie mal eine Dimension kriegen, das ist für jeden Liter mehr ungefähr 2.300 Euro pro Auto. Und damit nicht genug. Das war etwas, wo die Autoindustrie zugestimmt hatte. Irgendwann vor einigen Jahren. Das sind ja immer so jahrelange Verhandlungen. Aber dann, im Zuge der Dieselkrise, hat man dieses Testverfahren nochmal geändert. Und durch diese Änderung, die man gemacht hat, ist der Verbrauch ungefähr um 20% gestiegen. Das war nicht in der Kalkulation drin. Und weil man gerade dabei war, gilt ab nächstem Jahr nochmal eine Veränderung der Testbedingungen. Dadurch steigt der Verbrauch nochmal um 20%, der rechnerische. Das heißt, Sie haben also jetzt eine Vereinbarung, an die man sich mal gehalten hat, die ungefähr 43, 44% größer ist
als das, was man ursprünglich mal zugesagt hatte. Und das können sie technisch nicht mehr erfüllen. Und weil sie das nicht erfüllen können, ist völlig klar, dass nächstes Jahr erstmalig massive Strafzahlungen auf die Autoindustrie zukommen. Und der ein oder andere fragt sich, warum bauen die Arbeitsplätze ab? Das kann ich Ihnen sagen. Mit dieser Gesetzgebung ist es für Autohersteller in Europa praktisch nicht mehr möglich, verbrennungsmotorische Fahrzeuge oberhalb der Golfklasse mit Gewinn zu verkaufen. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat vor 2 Jahren ein Vertreter der IG Metall in einer öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages genau so gesagt. Da gab es gar keinen Aufschrei. Es war eine öffentliche Anhörung. Da hat auch keine der anderen Parteien reagiert. Auch nicht die CDU. Und das ist der Grund, weshalb hier die Produktion von Verbrennungsmotoren reduziert wird. Ganz einfach deshalb, es gibt kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr. Für nächstes Jahr, die Zahlen sind natürlich kalkulierte Zahlen, für nächstes Jahr stand im Handelsblatt, erwartet Volkswagen eine Strafzahlung an die EU in der Größenordnung von über 4 Milliarden. Für die Daimler AG stehen ungefähr 1,5 Milliarden Strafzahlungen im Raum, laut der Quelle Handelsblatt. Das wird vom Gewinn abgezogen. Das ist der Gewinn in Europa. Das heißt, für viele Autohersteller lohnt es sich gar nicht mehr, Autos zu bauen. Die können es auch lassen. Die machen keinen Gewinn mehr damit. Und weil das so ist, ist die Autoindustrie gezwungen, auf Elektromobilität umzusteigen. Und Elektromobilität ist das, was ja gerade hier in Baden-Württemberg als die Lösung der Zukunft gesehen wird. Ich will jetzt nicht sagen, ob wir in 10 oder 15 oder vielleicht 30 Jahren alle wirklich Elektroautos fahren, weil der technische Fortschritt das gebracht hat. Fakt ist aber, wir haben momentan eine technische Situation, in der Elektrofahrzeuge mit massiven Restriktionen verbunden sind. Eine Restriktion ist, dass Sie das nicht mehr so nutzen können wie Ihr Auto bisher. Jeder, der ein Elektroauto hat, also nicht gerade so ein Tesla mit so einer riesengroßen Batterie, der muss seinen Tag jetzt planen. Der muss planen, wann er auflädt, wo er hinfährt und wie er wieder nach Hause kommt. Und das wollen viele nicht. Und das sehen Sie daran, dass in einem Kleinwagensegment wie dem Smart, das komplett umgestiegen ist, Smart ist ja komplett umgestellt auf Elektroautos, da kann man das schön dran sehen, der Verbrauch an Strom ist nicht wirklich relevant. Im Verhältnis zu vorher sind da kaum Unterschiede, was die Kosten betrifft. Das heißt, es ist kein richtig großer, ist keine große Einsparung, weil es ein Stadtauto ist. Aber ich habe auch keine großen Reichweiten, die ich damit fahren muss. Und selbst unter diesem Aspekt, dass ich eigentlich mich in einem urbanen Umfeld bewege, sind die Verkaufszahlen um 75% eingebrochen, seit man umgestellt hat, seit Anfang des Jahres. Jetzt kann man natürlich auch noch sagen, es war vielleicht Corona. Es könnte aber was anderes sein. Es könnte sein, dass Elektroautos vom Kunden gar nicht akzeptiert werden. Und wenn das so ist, dann werden wir auch nicht so viele Elektroautos verkaufen in den nächsten Jahren, wie die Autohersteller das müssten, um Strafzahlungen zu vermeiden. Und weil das so ist, werden die Autohersteller vielleicht größere Strafzahlungen zahlen, als momentan in den Kalkulationen drin ist. Und wenn das so kommt, dann wird wieder etwas fehlen von dem Gewinn. Und wir werden natürlich die CO2-Diskussion hier in einem ganz anderen Licht führen. Weil diese ganzen Sparpläne, die man sich ausgedacht hat, die werden nicht funktionieren. Und weil die Europäische Union das schon ahnt, sie haben sich ja, ich habe eingangs gesagt, 3,6 Liter sei die Grenze für Dieselfahrzeuge auf 100 Kilometer, hat man diese Grenze noch weiter runtergezogen. Ursprünglich wollte man bis 2030 diese Grenze reduzieren auf 2,2 Liter. Und jetzt hat die Europäische Union bereits bekannt gegeben, dass auch das nicht reichen wird. Es muss ambitionierter sein. Konkrete Ziele gibt es noch nicht. Aber gehen Sie mal davon aus, dass es eher in Richtung unter 2 Liter gehen wird. Und wenn Sie das alles sehen, dann wissen Sie, hier wird der Verbrennungsmotor politisch beerdigt. Ja, und das sagt ja auch der Herr Söder. Der stellt sich hin und sagt, er möchte das Ende des Verbrennungsmotors ab 2035. Das muss er gar nicht fordern. Mit der Politik, die momentan passiert, kommt das sogar noch vorher.
Jetzt können wir uns aber die Frage stellen, was hat das denn hier für eine Konsequenz? Und die Konsequenz ist, der Daimler-Betriebsratschef in Untertürkheim hat das sehr schön gesagt, im Moment hängen 95% der Arbeitsplätze am Verbrennungsmotor. 95% der Arbeitsplätze hängen an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Bei der Daimler AG. Wenn es die nicht mehr gibt, wird ein großer Anteil dieser Arbeitsplätze weg sein. Und das gilt auch für die Zulieferindustrie. Und das ist eine unverantwortliche Politik, die darauf basiert, dass in irgendeiner Form Elektromobilität ein Ersatz sein könnte. Den sehen wir aber nicht. Es wird auch keine flächendeckende Elektromobilität auf Sicht geben, zumindest nicht europaweit. Oder glauben Sie, dass in den nächsten 10 Jahren in Portugal und Polen ein Tankstellennetz für Elektrofahrzeuge aufgezogen wird? Das glauben wir nicht. Vielleicht in Baden-Württemberg, aber schon in Mecklenburg-Vorpommern hört das auf. Das garantiere ich Ihnen. Und deshalb ist es so, dass die Absätze der Autohersteller sich trotzdem entweder aus verbrennungsmotorischen Fahrzeugen oder gar nicht generieren. Und wenn sie sich gar nicht generieren und die Autohersteller einfach weniger verkaufen, weil niemand mehr verbrennungsmotorische Autos kaufen will, weil die Preise hochgesetzt werden müssen oder Elektroautos sich nicht leisten kann, dann werden wir alle feststellen, wovon wir hier gelebt haben. Wir haben hier gelebt von der Wertschöpfung in der Autoindustrie. Und die Elektroautos, selbst wenn wir genauso viel verkaufen würden, haben einen großen Baustein, der hier nicht in Deutschland hergestellt werden kann im Moment. Das ist die Batterie. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ja, wir können hier eine Batteriefabrik bauen. Sie brauchen dafür aber Strom. Und die Energiemenge, die Sie brauchen, um eine handelsübliche Batterie herzustellen, diese 80 Kilowattstunden Batterie, sind ungefähr 10.000 Kilowattstunden. Die Stromkosten dafür in Deutschland der nächsten Jahre werden zwischen 3.000 und 4.000 Euro liegen. Die Stromkosten in China für die gleiche Batterie werden in der Größenordnung 300 bis 400 Euro liegen. Was glauben Sie? Ist der chinesische Strom schlechter? Wird man die Batterie in China nicht bauen können? Oder glauben Sie im Ernst, wir können diese Batterie auch in Zukunft subventionieren und mit unseren Steuergeldern hier jede Batterie praktisch mit 2.500 bis 3.500 Euro subventionieren? Diese Subvention ist der Grund, weshalb es Batterien in Deutschland gibt. Batteriefertigung. Ohne die Subvention gäbe es hier keine. Das ist jedem klar, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und das muss uns auch klar sein. Wie gut der Staat eine technische Entwicklung mit Subventionen steuern kann und die auch nachhaltig erhalten kann, das können wir sehen an der Solarzellenindustrie. Aber Milliarden sind da reingeflossen. Es ist nichts mehr davon da. Alles weg. Und das genau ist das, was man hier erwarten kann für die Batteriefertigung in Deutschland, für die Elektroautofertigung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Standbein, was wir in Baden-Württemberg haben, die metallverarbeitende Industrie, gerade im Kleinen, gerade hier in Baden-Württemberg, dass wir die erhalten. Was soll denn ein Betrieb machen, der eine mechanische Fertigungsstraße hat für Frästeile oder Drehteile, wenn man diese Teile nicht mehr braucht? Soll er seinen Leuten sagen, die sollen alle umschulen? Auf was? Auf was sollen sie denn umschulen? Was machen wir denn hier? Und weil das eben eine Frage ist, die nicht beantwortet werden kann, ist die AfD-Fraktion im Bundestag und natürlich auch die Landtagsfraktion ganz klar anderer Meinung. Wir wollen den Verbrennungsmotor erhalten. Und weil wir das auch offen aussprechen, müssen wir natürlich uns etwas einfallen lassen, wie wir die europäische Gesetzgebung trotzdem erfüllen. Weil eins ist auch klar. Wir werden nicht als einzelner Staat in Europa die Gesetze für alle anderen Länder ändern können. Und da gäbe es einen Vorschlag, den wir gemacht haben. Wir wollten, dass die Autos mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Wir wollen das immer noch. Der Antrag ist nur jüngst abgelehnt worden im Deutschen Bundestag. Und ich will Ihnen kurz erklären, was das bedeutet, synthetische Kraftstoffe. Das ist ein Verbrennungsmotor, wie Sie ihn heute haben. In den tanken Sie einen Kraftstoff, der kein CO2 produziert, weil er aus CO2
hergestellt wurde. Jetzt könnte man sich sagen, das ist ja eine super Idee. Warum macht das denn nicht jeder? Das kann ich Ihnen sagen. Weil dieser Kraftstoff auf europäischer und auf nationaler Ebene verhindert wird durch eine Gesetzgebung, durch einen Trick. Man betrachtet nur das Auto vom Tank zum Auspuff. Die Herstellung des Kraftstoffs spielt gar keine Rolle. Das heißt, Sie können ein Auto, ein Tesla oder ein anderes Auto mit Kohlestrom betreiben, der gilt als emissionsfrei. Sie können es mit CO2-neutralem Kraftstoff betreiben, der erzeugt die Emissionen aus. Es geht nicht um Technik, es geht nur um die juristische Situation. Und da stellt sich ein baden-württembergischer Ministerpräsident hin und fördert synthetische Kraftstoffe, sagt er zumindest. Ich habe das gelesen mit der Versuchsanlage, in die er da investiert. Und sein Parteikollege bei mir im Verkehrsausschuss stimmt gegen dieses Gesetz der synthetischen Kraftstoffe. Und daran erkennen Sie die ganze Verlogenheit dieser grünen Partei. Noch nicht mal in der eigenen Partei hat man also eine klare Linie oder will, da wo man es entscheiden könnte, auf Bundes- oder auf europäischer Ebene, das Auto oder den Verbrennungsmotor erhalten. Es sind nur Lippenbekenntnisse vor der Landtagswahl. Und das ist genau das, was viele Menschen in diesem Land verstehen müssen, weshalb wir auch diese Veranstaltung machen, weshalb die auch so wichtig sind. Es gibt keine grüne Politik zur Erhaltung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Die gibt es nicht. Der Erzfeind der Grünen ist das Automobil. Und das ist genau das Lebenselixier dieses Bundeslandes. Und es gibt kein Konzept, wie man das ändern könnte. Und wir sind die einzige Partei im Deutschen Bundestag und auch im Landtag, die für den Erhalt des Verbrennungsmotors einsteht. Vielen Dank.